Und zwar, wir haben uns heute überlegt, euch ein kleines Spiel mitzubringen. Ich gehe noch einmal ein bisschen näher ran. Und zwar ist das ein, ich nenne es jetzt mal Kartenspiel, das ihr mit eurem Handy verbinden könnt. Ja, es ist quasi Magic in modern, auch wenn es weit von Magic entfernt ist. Der Unterschied ist, dass verschiedene Aktionen über die NFC-Chips vom Handy ausgelesen werden und das Spiel, quasi die Effekte, die man mit den Karten hat, wenn man sie ausspielt, oder die Kombination von Karten dann auf dem Handy zu sehen sind und die Helden, mit denen man quasi gegeneinander kämpft, animiert dargestellt sind und wie sich die Werte von denen ändern. Ja, das ist ganz spannend und das zeigen wir euch einmal grob. Jo. Genau, also wir haben es vorhin auch schon einmal angespielt. Mirko hat irgendwie viermal gewonnen, aber ich habe ihn zweimal gewinnen lassen. Also. Ja. So. Und zwar, ihr habt, also das Spiel ist für zwei Personen. Und da habt ihr zwei Charaktere, einmal den Sir Shieldalot und den Donner, wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Und ihr könnt euch eine, oder ihr müsst euch für dieses Spiel eine kostenlose App runterladen aus dem App Store oder bei Google Play. Ist die tatsächlich für... Was denn? Ich bin gerade unsicher. Ich glaube, das ist nur für Android. Echt? Okay. Ja, das ist nicht für dann gibt Apple. Nichts auf das, was ich gesagt habe. Ihr bekommt die App im Google Play Store. Und jetzt lass mich hier einmal die App finden. Dann braucht ihr ein NFC-fähiges Handy. Genau. Und ja, wenn ihr die App öffnet, dann sieht der Spaß so aus. Und dann könnt ihr hier einfach... Da gleich auf New Game klicken und jetzt mache ich einmal das nämlich an. Dann müssen wir Vorsicht einmal das hier, das so. Ich glaube, das geht. So, dann schlupp. So, ich zeige euch das noch einmal. Also, wenn ich auf New Game gehe, dann seht ihr hier die beiden Flächen. Für jeden Spieler eine. Und Mirko hat hier eben schon diese, wie nennt man die denn? Handy-Unterleger. Ausgelegt. Und ich guck mal, ob man vielleicht, ja, so kann man ein bisschen gucken. Ich konnte leider die Kamera, also der Kamerakopf lässt sich nicht kippen. Ich hätte das gerne so von oben euch gezeigt. Ja. Wir drehen das Handy dann ab und an nochmal, genau, um die Effekte zu zeigen. Genau. So. Hier im Hauptspiel sind zwei Helden, die mitgeliefert werden. Es gibt noch zwei Erweiterungen, wo man quasi noch dann andere Charaktere hat, mit denen man gegeneinander antreten kann. Ich war vorhin Dona und du warst Shieldalot. Ja. Wollen wir diesmal tauschen oder wollen wir... Wir lassen es so, weil okay. Wenn ich mit Dona verliere, dann ist es peinlich für mich. Und so liegt es jetzt noch an dem Charakter. Okay, dann ist hier Herr Sir Shieldalot. Genau. Jetzt schiebt man diese Karte unter das Handy... Und ich mache nur einmal den Ton ein bisschen lauter. Das hat nämlich eigentlich auch Ton. So, rede ich weiter. Und dann sieht man, dass mein Held hier aufgetaucht ist. Bing. Genau. So, es wird euch auch angekündigt. Das ist der Held einmal in Nahaufnahme, wo seine Werte drauf zu sehen sind und Kombos, die er mit den verschiedenen Karten, also die Aktionskarten, ausführen kann. Das sind die. Und ja, das Spiel ist insgesamt recht komplex. Wir können euch irgendwie nur die Grundfunktion zeigen. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir das einmal so spielen, dass du eine Combo gegen mich ausführst. Okay, ich führe eine Combo gegen Mirko aus. Also, wie Mirko eben schon sagte, hier unten ist aufgeführt. Das ist ein bisschen unscharf. Hallo, hallo. Naja, auf jeden Fall hier unten... sind die Karten angegeben, mit denen ich eine Combo machen kann. Ich nehme jetzt gleich mal das oberste. Dafür brauche ich meine braune und meine orangefarbene Karte. Ich nehme also erst einmal die braune. Dann macht das Ping. Und dann hat er das nämlich gespeichert. Und dann ist Mirko dran, wie das halt bei so einem Spiel ist, abwechselnd. Oh ja, die Karte wird's. Die Karte wird's. Na guck mal, Mirko macht das auch schlau. Der macht das direkt verdeckt. Oh ja.
Und jetzt, zack, wird da nämlich gebasht gegeneinander. Das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, wenn man nicht weiß, was da passiert. Aber das hat man relativ schnell raus. Ja, genau. So, und dann, guck mal, ist meine Karte jetzt auch schon irgendwie wieder flöten gegangen? Ah, da habe ich die falsche Karte gespielt. ja, okay. Ich habe quasi einen Buff gemacht, der dir... Okay, also Mirko hat es schon versaut. Also ich habe es genau richtig gemacht, wenn wir dann ernsthaft spielen würden. So. Ja, aber wir gucken noch einmal. Okay, ich werde dich dann mal on fire setzen. On fire? Mhm. So, genau. Dann können Sie noch einmal gucken. Es wird noch immer noch gesagt, welche Aktion ausgeführt wird. Aber du bist, oder habe ich daneben gehauen? Du hast daneben. Ich habe daneben gehauen und er hat mich und Mirko hat mich on fire gesetzt. Also ihr seht, ich leide hier ein bisschen. Aber hey, so, wir versuchen es trotzdem. Was jetzt richtig? So. Dann bin ich ja gespannt, ob das diesmal funktioniert. Dann greife ich wieder direkt an. Und dann. Die Kommentare sind teilweise auch recht nett. Der grüne Balken zum Beispiel, jetzt sieht man ihn gerade nicht mehr, ist die Lebensanzeige. Genau. Die Zahlen, die farbig umrandet sind, sind die verschiedenen Attribute wie Stärke, Dexterity und so weiter und so fort. Und jetzt in der nächsten Runde kannst du, glaube ich, dann durch die beiden Karten, die man jetzt hier sieht, die zuletzt ausgespielt worden sind von Anni, kann eine Combo gegen mich gespielt werden. Hoffentlich funktioniert das mal. Die Combo aktiviert man mit der Heldenkarte, da wo nochmal die ganzen Attribute draufstehen. Und jetzt gucken wir mal, ob und was passiert. Er hat nur Pause gesagt. Ja. Hast du es schon wieder? Ich habe es, glaube ich, schon wieder aus Versehen dagegen gekämpft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Dieses Spiel funktioniert ähnlich wie klassische Sammelkartenspiele, ist aber ein bisschen vielfältiger. Wer Magic, Yu-Gi-Oh! Und Co. mag, für den ist das das Richtige. Ich werde mich da auf jeden Fall noch definitiv weiter reinfuchsen. Vielleicht eine Idee für den nächsten Spieleabend. Ja. Dann kann man in Teams oder so gegeneinander spielen. Ja, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, wir haben hier, ich mache mal den Ton ein bisschen leiser, eben noch die Anleitung mit dabei. Noch angemerkt, das Spiel ist zwar von einer deutschen Firma, ist in der Erstauflage, die vor einigen Wochen rausgekommen ist, aber erst einmal nur auf Englisch erhältlich. Ob es eine deutsche Version gibt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ja. Aber es ist leicht verständlich. Ich habe vorhin aber auch gesehen, auf unserer Website zu dem Produkt, den Link werde ich euch gleich noch geben, gibt es einen Verweis zu einem Link, wo man die deutsche Anleitung, Spielanleitung findet. Da kommt ihr zu einer PDF. Das ist also auch ganz easy, falls euch das nicht so liegt oder ihr da einfach keinen Bock drauf habt, was ich auch verstehen kann. Dann könnt ihr einfach über den Artikel auf unserer Website zu der deutschen Anleitung kommen. Ja, sehr schön. Also es war unser Fusion Play Heroes Kartenspiel. Sehr cool.